Was wäre der Landhausgarten ohne die Blumen? Von meinen Gartenreisen aus England, da habe ich viele Jahre hinweg die Samentüten mitgenommen. Jetzt gibt es diese Pflanzen alle hier auch bei uns. Zum Beispiel die Duftwicke. Eine der schönsten Cottage-Pflanzen. Man sieht sie im Februar schon im Topf auf der Fensterbank aus. Im Sommer blüht sie dann. Oder diese Pflanze hier. Bei uns wird sie genannt Trichterwinde. In England heißt sie Morning Glory. Und der Name kommt nicht durch Zufall, sondern diese Pflanze blüht in den frühen Morgenstunden auf, bis etwa 10, 11 Uhr am Vormittag. Und am nächsten Tag gibt es dann die neuen Blüten. Und diese hier, ich finde sie am lustigsten, heißt Spiegeleiblume, auch eine typische Landhausgartenpflanze, eine Cottagepflanze. Schaut nämlich aus wie ein Spiegelei, innen gelb und außen weiß. Einfach im Freiland direkt aussehen. Nach wenigen Wochen gibt es schon die Blüten und wenn man sie aussehen lässt, dann kommen jedes Jahr aufs neue Blüten. Die typischste Pflanze natürlich für so Cottage-Gärten sind die Buchspflanzen. Die gibt es in den unterschiedlichsten Wuchsformen, geschnitten als Kegel oder hier wie zum Beispiel als Kugel oder als Begrenzung in einem Bauerngarten als kleine Hecke. Das große Problem beim Buchs ist der Buchsbaumzünsler. Da gibt es Gott sei Dank jetzt auch ein biologisches Mittel gegen den Buchsbaumzündler. Es heißt ganz genau Bacillus thuringiensis subspecies Azavei. Muss man sich nicht merken, es ist ein biologisches Mittel gegen den Buchsbaumzünsler, wird in Wasser angesetzt, ein bisschen Zucker dazu und dann tropfnass auf den Buchs gespritzt. Dann geht der Buchsbaumzünsler zugrunde. Oder man ersetzt den Buchsbaum durch andere Pflanzen. Zum Beispiel eine ganz interessante ist der Garmander. Eine Pflanze, die sehr ähnlich vom Laub ausschaut wie der Buchs, hat kleine Blätter, ist leicht zu schneiden, kann wirklich in Form gehalten werden, absolut winterhart. Und wenn man sie ausblühen lässt, dann schaut es auch wunderschön aus, dann bilden sich so kleine rosarote Blüten. Eine interessante Pflanze für all diejenigen, die die Hoffnung auf ein Weiterleben des Buchses schon aufgegeben haben. Oder bei größeren Gestaltungen nimmt man am besten die Eibe. Das schnittfähigste Gehölz, das es gibt. Eine Pflanze, die wirklich aufs alte Holz zurückgeschnitten werden kann und immer wieder austreibt, sehr robust ist und in Form gebracht wunderschön ausschaut.